Yo, ich bin ein Profi. Den Profi nur mit B, so wie Brody. Schaut das Video an. Eine Süße von Moji. Ich habe noch nie auf Moji reagiert. Ich gucke Moji privat halt sehr gerne, sehr viel. Vor allem auch, wenn er seine Dates hat oder wenn er random durch irgendwelche Stadt pace und irgendwelche Leute anspricht. Also, so viel Mut hätte ich gerne. Ja, aber ja, Respekt dafür auf jeden Fall. Cringe ist da, let's go. Guten Abend, Freunde. Was geht? Herzlich willkommen zu einem erneuten Video von mir. Ich bin mal wieder in Italien am Start. Felicità und an der Napoli. Ich befinde mich wieder in Santa Margherita und ich sag euch eins. Santa Margherita, man kennt es. Aber ist der jetzt wieder in Italien immer noch? Hat er nicht zwischendurch noch Videos in Deutschland aufgenommen? War er nicht letztens in Deutschland? Hat auch Videos mit einem Jungen aufgenommen, wo er so auf Mini-Motorrädern gefahren ist. Jetzt wieder in Urlaub in Italien? Wohnt er in der Nähe zu Italien? Keine Ahnung, wo der wohnt. Jungs und Mädels, ich hab einen miesen Kater, Digga. Ich hab gestern getrunken und es lief alles. Also oh, weil mein Internet macht gerade. Ich bin hier gestern. Mein Internet macht gerade Auge, wie es aussieht, oder das Internet von meiner Freundin. Ich mach mal. Ach, ist auf 1060p auch hochgestellt. In einem wirklichen Dreckshotel, Digga. Zahlt 300 Euro die Nacht. Was ist das schon wieder für eine dreckige Abzocke hier eigentlich? Oh Gott, ich hab gerade hier die. 300. Ich bin angekommen, hab mich auf die Terrasse gestellt bei mir am Hotel und zack, ich dreh mich nach rechts. Auf einmal sitzen da zwei junge Damen, Digga, und ich bin dann ein bisschen mit denen ins Gespräch gekommen. Wisst ihr ja, Digga, Gentleman, charmant, nimmt die Hand, extravagant. Auf diese Geschichte freier Fotos oder Lüge? Weißt du, was ich meine? Auf jeden Fall habe ich ja mit dir geredet. Es lief ganz gut, wir haben uns gut verstanden. Dann sind wir halt mit denen was trinken gegangen. Vor allem frei erfunden oder Lüge. Frei erfunden oder die Wahrheit, so. Wir haben uns gut unterhalten. Und ey, ich sag euch eins. Das ist das, was ich am Urlaub so krass feier. Einfach neue Leute kennenlernen. Und es muss nicht mal immer auf dieser sexuellen Basis sein, okay? Bevor ihr mich jetzt alle fragt. Und lief da was gegen das Moji? Freunde, ich bin erwachsen, mittlerweile angekommen im Leben. Ich kann auch Spaß mit Frauen haben, ohne dass da was läuft, okay? Akzeptiert das einfach mal. Und ey, okay. Ich kann auch einfach mal ein Video machen. Hey, ich finde es so krass, wie so viele Parkplätze extra für diese Mofas haben, ne, in Italien. Auch Spanien, was auch generell so viele, die mit diesen Mofas da rumgefahren sind. Klar, weil auch die Straßen teilweise so eng sind, dass du keine Möglichkeit hast, mit dem Auto rumzupesen. Und dann teilweise auch so Parkplätze, wo nur so ein Mofa reinpasst. Richtig krass. Wo ich jetzt nicht zwangsläufig irgendwie Frauen anstarren muss oder irgendwie anquatschen muss. Wisst ihr, wie ich meine? Ich habe mich unter Kontrolle, Digga. Und es muss hier nicht immer um Frauen gehen. Man kann auch einfach mal Spaß unter Jungs haben. Okay? Wir haben heute Spaß unter Jungs, Digga. Sorry, do you speak English? Little bit. Do you live here? Do you live here? No English. I'm lonely, you know? I want to have. Nicht, dass sie ihn auch wieder buchen will oder denkt, er will sie buchen. Wie einmal im Video schon mal. My girlfriend, let's be together. No capisco. Allora. No capisco. I love you. Wait, I love you, capisco. Aha. Pizza. Rapallo. Rapallo. Ah. Hai capito? What's your plan for tonight? Ja. Sleep. Ah, you sleep. To sleep? Oh. Rapallo. Ah. Ah. Okay. Oh man, die lange Name. Grazie. Sono con Campiro e cerco il campeggio del calcio a Santa Margherita. Was? 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 Hey, was? Was? Was ist das? Firenze. Das ist ein Tagliatelle. Geil. Tortellini. Okay. So unangenehm, oh mein Gott. Da traut sich was, das ist so dumm. Tortellini, Tagliatelle, oh Mann. Oh, nee. Ja, Tortellini. Oh Gott, einer der weirdesten Unterhalter. Wo kommt der Typ jetzt nicht her? Warum war der da? Ich hab, Junge, war das nice gerade, holy shit. Ich hab mich gerade ein bisschen schlecht gefühlt, weil ich die irgendwie ein bisschen verarscht habe und die war voll nett und die wollte mir einfach nur weiterhelfen. Ich glaube, die dachte, ich suche irgendwie einen Ort zum Schlafen und ich weiß nicht, wo ich bin. Also ey, die war wirklich eine sehr gute Dame. Ich hab mich gerade wirklich ein bisschen schlecht gefühlt, weil ich irgendwie scheiße gequatscht habe. Aber das Gespräch war nice, vor allem nachdem er gekommen ist. Ich hab keine Ahnung, er hatte irgendwie auch gerade eine kurze Frage. Ja, ich hoffe, ich konnte ihm weiterhelfen, Digga. Aqua Firenze. Der Park letztens, wo ich immer gefragt hab, ob da jemand wohnt. Lass mal hier kurz umdrehen. Oh, der Sound, Digga. Hier ist sowieso Sackgasse.
Oh, hier ist aber auch eine schöne Aussicht. Freunde, wir erkunden gerade schon wieder Neues. Wo war ich gerade stehen geblieben? Wir fahren auf jeden Fall in den Süden nach Italien, weil ich da noch nie war. Ich werde wieder rein. Hab, dass da, oh, Bruder, hier ist auch wirklich wunderschön. Weil ich mir sagen lassen habe, dass es da auch sehr, sehr schön sein soll. Enjoy the view, guys. Guck mal, wie viele Boote da schon wieder rumstehen, Digga. Schön. Da drüben auch ein... Oh, das ist eine dicke Yacht. Seht ihr die da hinten? Sehr schön, ja. Reinfahren, Digga. Nein, da steht ganz fett Durchfahrt verboten. Da ist dieses rote Ring. Nicht rein. Okay, verboten Wohnwagen, Fußball, Radio, Fahrrad und Zigaretten. Nee, da ist aber kein Motorrad. Das rote Ding da unten. Oh. Die alte Wohnung. Fahr nicht rein. Nein. Warum Nein. ist das immer so unangenehm, Digga? Ich bin doch einfach... Hat sie gerade gesagt, ich habe einen an der Waffel? Warum habe ich so viel Pech mit alten Leuten? Ich roll jetzt mal hier in den Park rein. Oder warte, ich fahre einfach ein bisschen rein, Digga. Nein. Wir fahren einfach ganz kurz in den Park rein, Digga. Straftat, illegal. Das sieht auch wirklich sehr, sehr schön hier aus. Bruder. Ey, diese Palmen, was Palmen alles ausmachen, Freunde. Ich sag's euch, Digga. Wenn ich irgendwann einen Garten habe in Deutschland, ein Haus im Garten... Ich klatsche mir so eine Palme rein. Ja. Ich der Ober das gleiche komplett. Würde in Deutschland einfach direkt wegfallen, direkt umkippen, wegen dem Winter oder so. Oder fühlt sich wohl jetzt, wenn es im Sommer jetzt wieder so warm ist? Ja? Was ich der anderen auch gemacht habe. I really like your shoes. Your shoes are nice. Oh nein. Bella Shoes. Die war sehr nett, Digga. Und es war keine Prostituierte. Ich hab davor, die Allein dieser Satz, die war nett, aber es war keine. Oh nein. Da muss ich echt mal aufpassen. Letztes Mal, da weiß ich nicht, wie ich gesehen habe, da hat er wie eine Frau angesprochen und die meinte irgendwie, dass er sie buchen will oder so für eine Nacht. Jetzt aus dem Nichts rausgehauen. Oh ja, if you like my shoes, you can come to my house and for 50 Euro I can give you. Yeah. Sorry, do you speak English? Sorry. Do you speak English? No. Ah, okay. It's alright. Thank you. Oh, die hat ja bei ihr Handy rausgeholt, wollte direkt seine Nummer aufschreiben, oder? 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 Irgendwie hat er der Vibe gerade nicht so ganz gepasst. No. Nice! Ja, wir haben wieder in der Fahrt! Hier. Ja. Mann, Junge, was ist denn heute schon wieder mit den Frauen los, Digga? Es soll einfach nur heute nicht sein. Ist auch in Ordnung, weil, wie gesagt, wir haben heute Spaß unter uns, Jungs. Bruder, das war einfach ein... Wir drehen um. Habt ihr das gerade gesehen? Man wollte das Video nennen, Spaß unter Jungs, aber nennt das Video eine Süße, okay. Sehen? Das war eine kleine, zierliche Frau, glaube ich. Also ich habe es jetzt nicht genau gesehen. Auf einer Sumo, Digga. Ich muss mich vorarbeiten zu ihr. Ich glaube, es ist eine Sumo, ja. Das ist aber eine kleine Sumo. Das ist aber eine Frau. Das ist auch vielleicht ein bisschen unangenehm, weil die... Hi. Do you speak English? No. Can you do a wheelie? Wheelie? Was? Sie will überholen. Achso, sie will stehen bleiben. Sie will stehen bleiben und quatschen, oder? Oh. Junge, das Ding stinkt. Alter, komm mal raus. Oh, sie will quatschen. Hi. Do you speak English? No. No English? I like your bike. Grazie, anche la tua, mi piace il 701. Was? Ich kann kein Italienisch, würde ich es gern verstehen. Oh Mann, ey. Ich weiß nicht, wie Mutti aussieht, das weiß keiner. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er hässlich aussieht. Weil so oft, wie er so bei Frauen teilweise, das heißt so oft, aber kommt ebenfalls so vor, dass er charmant ist, auf jeden Fall. Wenn er flirtet mit der Polizei, ah, okay. Fluters, schei, hey. I like 701. Se, 701. Se, you like? Can you do a wheelie? Like, wheelie? Wie bitte? Ah. Ja, sie ist auf jeden Fall am Start. Ist jetzt Wheelie oder Handynummer? Handynummer, ich weiß nicht, ob die volljährig ist schon wieder, Digga. fangen wir jetzt den Wheelie an. Can you do a wheelie? No. No. How many horsepower? Du benutzt doch die Google Translate App, wo du reinreden kannst direkt. Du redest rein Englisch, dann kommst du auf Italienisch raus, kannst Englisch Italienisch reinreden. Direkt die Übersetzer-App. Alter. Wenn du schon im Ausland bist und Mädels am Baggern bist, dann macht das doch richtig gut dann. Okay, ich frag's jetzt einfach nach ihrer Handynummer, Digga. Do you want to
Oh, jetzt kommt's. Give me your mobile number. Okay, gut. Die Reaktion! Die Reaktion ist wieder so, I have a boyfriend. Och Mann, ey, oh, das ist so unangenehm. Oh, aber auf jeden Fall, er hat richtig krasse Eier, du wirklich. Sie hat nicht gelacht, ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, Digga. Jetzt schreibt sie, hat einen Freund, safe call, Digga. If you want, I'll give you my Instagram. Yeah, sure. Sie gibt Insta, das ist doch schon mal gut. How old are you? Samantha. Mhm. That's a nice name. One question. How old are you? 18. 18, oder? 18, ja. Dice 10 und Otto ist 8. 18. Oh Gott, bitte sag nicht 15, Digga. 18, passt. Bitte sag nicht 15, Digga. Otto, heißt es 15? Nee, 18. 18. Oh, das ist gut. Ja. Okay, wir sind safe. Leute, italienisch Profi. Saved. Okay, then have a nice day. I don't know how to say it in Italian. Have a good day. Buongiorno. Nee. Granate. No, it's okay. It's okay. Bye bye. Bye bye. Ist unangenehm, ich will hier gerade weg. Ich will hier gerade weg. Bruder. Junge. Digga, das war jetzt irgendwie ein bisschen unangenehm. Ja, aber lief doch gut im Endeffekt so, oder? Also. So. Irgendwie süß. Ey, ich hab mich gesaved, Digga, die ist 18. Und sie hat mein Motorrad gemocht. Also sie hat gesagt, 701 ist Liebe, Bruder. Die hat auf jeden Fall Ahnung. Okay, Freunde, ich würde sagen, wir hatten auf jeden Fall heute Spaß unter Jungs. Hat jetzt nicht ganz so gut geklappt, Digga. Aber ein schönes Video, hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Bleib jetzt einfach mal stehen. Freunde, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Italien-Vibes geben hier mit dem Video. Dann würde ich einfach sagen, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Ja, und dann direkt Instagram gedingst. Und dann hat er hier schon gleich sein Fame-Status mitgenommen. Und dann findet sie noch besser. Oh Mann, sorry. Ich hab euch lieb, Freunde. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Heide Ackermann und Tagliatelle. Tagliatelle. Oh, nice, ey. Ich fühle die Videos von Modi so sehr. Es ist immer so geil, wenn er irgendwelche Mädels anmacht. Das ist irgendwie cool. Der macht es auch immer sympathisch so. Nicht so creepy. Manchmal denke ich mal, dass die Mädels denken, dass er ein Creep ist, obwohl das ja gar nicht ist. Ich habe immer das Gefühl, dass manchmal die Mädels das so denken, aber generell super, super cool. Feier ich. Ich bin ein Profi. Ich profi nur mit B, so wie Brody.